Ich war am Samstag selbst so enttäuscht von, dass immer einer, vielleicht mal zwei ausfallen. Aber es waren am Samstag 10 Totalausfälle. Lass mal Neuer so ein bisschen außen vor. Der Torhüter ist ja so ein bisschen Einzelkämpfer. Aber alle 10, die gespielt haben, das war in einem wirklich ein Spitzenspiel. In dem Spiel ging es für mich auch um sehr viel. Aber wie kannst du dir das erklären? Du hast ja recht, was du beschreibst. Aber wie ich hab ja auch am Montag in meinem Podcast habe ich auch gesagt, ich habe so langsam das Gefühl, und das, da gebe ich Matze total recht, seit Tuchel ist seit einem Jahr da. Der hat nicht eine Minute ruhig schlafen können, weil er immer von allen Seiten befeuert wurde und und. Da gebe ich Matze auch wieder recht, wenn er sagt, Kalle oder Uli, die haben sich mal gegen Didi Hamann ein bisschen gewehrt. Aber ich würde mir einfach mal mehr erwarten, dass sie auch mal ein klares Zeichen für Tuchel setzen. Weil ich mittlerweile, was ich nie habe glauben können, dass das im deutschen Fußball möglich ist und vor allem beim FC Bayern, vielleicht bei dem einen oder anderen kleineren Verein. Aber Matze hat so ein bisschen anklingen lassen eben gerade. Ich habe auch so langsam das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler gegen den Trainer spielt. Das Gefühl. Kann man das überhaupt? Ich weiß es nicht, aber angeblich war es ja bei Kovac, war es ja so ein bisschen so, dass dann, weil 5 Spieler nicht gespielt haben, die sind dann hoch zu Uli gegangen und haben gesagt, Moment, entweder gehe ich oder der Trainer. Ja. 2 Tage später war der Trainer weg. Ich konnte mir das, und ich kann mir es eigentlich als Fußballer, als ehemaliger Fußballer, ich weiß nicht, ob es Olaf, ich glaube, Olaf kann sich sowas auch nicht vorstellen, weil du doch als Profifußballer doch gewillt bist, jedes Spiel, egal gegen wen du spielst, völlig gewinnen klar. Zu wollen. Und gerade so ein Spiel, wo alle draufschauen. Und alle gucken drauf und alle geben dir wochenlang auf die Fresse. Mhm. Und dann kannst du in so einem Spiel doch einfach auch mal einen Bock umstoßen und sagen, alle, die gegen uns geschimpft haben, seit Monaten, denen haben wir es mal heute gezeigt. Nein, aber jetzt liefern sie noch genauso. Aber wenn du das sagst, da haben möglicherweise ein paar gegen den Spieler in Anführungsstrichen gespielt. Wen meinst du denn da? Wen hast du im oder bei wem hast du das Gefühl? Es geht ja darum, bei wem ich das Gefühl habe. Aber wenn ich auch einen hochbezahlten Spieler wie Sané, wenn ich sehe, wie der am Samstag in so einem Spiel, beim Gegentor zum Beispiel, der zweifellos einer der besten deutschen Fußballer ist, wenn er es will, wenn er mal Bock drauf hat, das zeigt. Aber was der am Samstag abgeliefert hat, ich hätte mir heute gewünscht, nicht so einen jungen Pavlovic zum Beispiel auf die Bank zu setzen, sondern einfach mal zu sagen, so Sané, jetzt guckst du mal so ein Spiel von draußen an. Weil an so einem Spieler kannst du mal auch ein Exempel statuieren. Ich hätte den rausgenommen nach dem 0-1. Natürlich hätte ich vor der ersten Halbzeit hätte ich den schon ausgewechselt. Aber du hättest ja theoretisch auch einen Goretzka, der ja immer Ansprüche angemeldet hat. Er kann die 6 spielen, er kann im Mittelfeld spielen. Auch der war eine volle Enttäuschung. Aber jede Mannschaft braucht ja auch einen Leader auf dem Platz. Einer, der sozusagen sagt, so, da geht's jetzt lang. Aber jetzt sag nicht, dass Kimmich sein soll, bitte nicht. Nee, genau, pass auf. Kimmich hat das ja für sich immer in Anspruch genommen. Kann so nicht. Thomas Tuchel hat ihm jetzt diese Position, ich nenne es jetzt mal, erstmal weggenommen. Die Frage ist, wer ist es denn dann jetzt? Wenn es Thomas Müller ist, der ist der Einzige, es ist keiner da. Genau. So, du hast vielleicht noch Manuel Neuer, der kommt aber trotz allem aus einer Verletzung, der muss sich erstmal um sich selber kümmern. Ja, aber ein Torwart ist auch ein Torwart. Genau, und deswegen ist es in dem Moment dann fast auch schon ein Kaderproblem, wenn du diese Position des Leaders nicht besetzt. Aber wir müssen auch eins auch langsam feststellen. Für die ganz großen Spieler reicht es bei Thomas Müller halt auch nicht mehr. Absolut. Das müssen wir also jetzt kann ich einen Trainer verstehen, der sagt, okay Thomas, du darfst gegen Lazio Rom spielen, ja, die sind Tabellenachter. Es reicht aber nicht mehr für Leverkusen. Mhm. Weil in Leverkusen habe ich halt mit einem Musiala, wenn er in Form ist, mit einem Sané, wenn er in Form ist, mit einem Coman, wenn der wieder gesund ist, mit einem Tell habe ich halt andere Spieler. Ich bin noch nicht fertig. Die haben auch mehr Geschwindigkeit, weil heute ist natürlich Fußball auch Geschwindigkeit. So, die hat Thomas nicht mehr. Thomas hat unheimlich viel geleistet für den FC Bayern, wird auch noch das ein oder andere Spiel für den FC Bayern machen, wird auch das ein oder andere Tor schießen. Mhm. Aber der kann doch nicht mehr der Leader sein in einer Mannschaft, wenn er vielleicht maximal in einer Saison 10 Spiele spielt. Also können wir doch mal davon weggehen. Joshua Kimmich ist seit 2 Jahren völlig weg von seiner Form.
Und jetzt könnt ihr mir auch nicht erzählen, dass der heute oder am Samstag, weil ich habe nämlich 20 Minuten, hat er nämlich die Chance gehabt zu spielen. Dann hat er wieder seine zwei Hände gehoben am Eckball und 3-0 ist er draufgefallen. Da ist es 3-0 draufgefallen. Ja, der erste Freistoß, wo er geschossen hat, hat er gleich mal hin das Tor geschossen wieder. Ich würde als Trainer Thomas zu Joshua Kimmich sagen, pass auf, du darfst bei mir gerne spielen. Keine Standards mehr, ne? Oder? Du machst keinen einzigen Standard, schießt du mehr, sondern du konzentrierst dich nur auf eins. Du spielst zwischen der Licht, zwischen Obermeccano oder egal wer als Innenverteidiger spielt, du bleibst genau 10 Meter vor denen stehen. Du rennst nicht mehr 10 Meter links, du rennst auch nicht mehr 10 Meter siehst rechts. Siehst du den außer, mehr als rechten Verteidiger? Ich wollte gerade sagen, also doch, aber nochmal, Kimmich wird kein rechter Verteidiger spielen. Das hat er einfach durchgesetzt. So, und wir müssen davon weggehen, dass irgendeiner mal den dahin biegt, außer wenn Jürgen Klopp kommen würde und der sagt, du spielst rechts, wenn er geht spazieren. Philipp Lahm war auch am besten rechts als Verteidiger. Natürlich, da reden wir doch seit über einem Jahr schon davon. Aber der auch, auch in der Nationalmannschaft. Auch in der Nationalmannschaft, aber der spielt es nicht, weil er das nicht spielt. Warum? Weil er da nur 12 Ballkontakte hat und auf der 6 hat er halt 112 Ballkontakte. Und das ist das, was er will. Joshua Kimmich will alles beim FC Bayern machen. Das habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal hier gesagt. Können wir das nochmal einspielen? Wir suchen das mal raus. Genau. Ja, ja. Und das, ist, das, und das ist einfach das große Problem. Der würde am liebsten Kapitän sein, der würde am liebsten Torhüter, der würde die Abstöße am liebsten machen, die Freistöße, Elfmeter und er würde vielleicht noch Trainer machen wollen. So, jetzt haben Sie. Das funktioniert einfach nicht. Er soll sich auf diese Aufgabe der konzentrieren. Der will was tun für sein Geld. Er soll. Ja. Lisa, ich kann da nicht. Aber da hat Mario. Hat er so ein großes Ego? Ja, ich glaube, das hat er. Der ist für sich selbst, glaube ich, dass er meint, er ist der beste Spieler auf dieser Welt. Nee, auf dieser Position. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, aber ich finde schon, dass du recht hast. Er sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann würde ich ihn aber trotzdem versuchen in diese Leader-Position, weil es ist kein anderer da für mich. Und der Harry Kane, wo man ja sagt, der Harry Kane vielleicht von seinem Alter, aber der ist jetzt irgendwie gefühlt. Ich weiß nicht, ob der vielleicht mit der Schweiz, ist Engländer, muss sich trotzdem akklimatisieren, schießt seine Tore, macht er ja auch, scheint aber jetzt auch nicht der zu sein, der in dem Moment so sagt, so jetzt aber, eigentlich müsste gegen Leverkusen mal irgendeiner hingehen und müsste den im Vorbeigehen, den Xabi Alonso da in seinem wunderbaren Sweater mal so anrempeln, so ein bisschen, ja, aber irgendwas, dass mal so die Dynamik auf dem Platz verändert wird. Der Einzige, der wirklich was probiert hat, war dann der Tell, als er reingekommen ist. Der hat nochmal so 2, 3 Aktionen gehabt, aber das war auch wirklich der Einzige.